Riecht ihr das auch? Frische Luft, Wälder, weite Landschaften, Freiheit. Einfach mal rauskommen und die Natur genießen. Okay, vielleicht nicht wirklich rauskommen, aber fast. Computerspiel in der Natur, ist das nicht auch befreiend? Kann ein virtueller Spaziergang durch Natur nicht auch für Entspannung sorgen? Viele Gamer haben sich schon mal in einer Open World verloren, sind durch Computerspiellandschaften gelaufen und haben plötzlich das gefühlt, was man auch in der echten Natur spüren kann. Ruhe. Doch das passiert nicht oft. Wir sind in Games so sehr mit Quests und Gegnern beschäftigt, dass wir die Umgebung, die Natur, gar nicht genießen können. Deswegen geht es heute genau darum. Natur in Computerspielen. Ich sitze hier mit dem Stefan und der Stefan ist Level Artist und wir spielen eine Runde Red Dead Redemption. Also wir befinden uns ja so Anfang des 20. Jahrhunderts, ne, im Wilden Westen in Amerika. Und die Zeit passt eigentlich ganz gut zur Story, weil es so das Ende vom Wilden Westen eigentlich, ne, die Ausgang oder die Endzeit. Und unser Protagonist, John Marston, ist eigentlich ein Bandit im Ruhestand. Er hat sich so zugesetzt und will eigentlich Farmer sein mit seiner Familie. Aber das Problem ist, seine Vergangenheit holt ihn ein. Und er muss seine alten Bandenmitglieder töten. Auf geht's. Komm, hoppa. Das Tolle eigentlich bei dem Spiel ist, dass das Genre der Western, ne, davon lebt, von dieser weiten Prärie, diese großen Räume, das Reiten in den Sonnenuntergang. Und das haben die hier von Rockstar Games übernommen sozusagen in ihr Spielgenre der Open World. Und die beiden Sachen passen halt perfekt zusammen. Und deswegen, glaube ich, hat dieses Spiel auch so viel Erfolg gehabt. Muss man vielleicht sogar ein bisschen unrealistisch mit der Natur umgehen, damit es vielleicht auch spannend bleibt? Na, die Natur ist ja eigentlich in der Regel im Spiel nicht einfach nur da, wie man sie genießen kann, sondern sie erfüllt unglaublich viele Funktionen und deswegen wird sie auch in so eine Form von Korsett gelegt, damit sie überhaupt wahrnehmbar und sinnvoll im Spiel wahrnehmbar gemacht werden kann. Und insofern ist es immer eine Abstraktion und eine Verknappung und natürlich auch ein Mittel, um Story zu erzählen, eine Atmosphäre zu kreieren, ne? Und eben den Raum zu gestalten, wie man sich da durchbewegen kann. Auch eine Form von Blickregie, ne? Wo soll man hinschauen, wo geht man zuerst hin, was kommt denn danach. Das sind so alles Funktionen, die Natur erfüllen muss und deswegen ist es sozusagen keine, sagen wir, ursprüngliche Natur wirklich, sondern immer eine geformte, gestaltete von den Spielmachern. Ist Natur Bedingung für eine interaktive Erfahrung? Nicht wirklich. Also Natur ist immer nur eine spezielle Form von interaktivem Raum. Aber mit Natur kann man unglaublich viel Varianz reinbringen, ja? Weil wir in unserem Leben sehen nur einen kleinen Teil der Natur, die da ist. Und man kann so unglaublich viele fremde Orte, die man noch nicht kennt, präsentieren oder halt verbinden mit anderen Genres, mit Fantasy, mit Futurismus. Insofern ist Natur ein Stoff oder eine Möglichkeit, unglaublich viel zu erzählen. Natur ist nicht nur in Games ein wichtiges Thema. Auch in anderen Kunstrichtungen vermitteln Wälder Ruhe, Wüstenhitze und Schneelandschaften bittere Kälte. Wie die Natur in der Kunst auf den Menschen wirkt, darüber habe ich mit dem Kunstpädagogen Dr. Lars zum Wansen gesprochen. Die unendliche Weite ist ja zum Beispiel auch ein Zeichen dafür, dass wir uns ausprobieren wollen, dass wir quasi ohne irgendwelche Grenzen wahrzunehmen uns ausprobieren können. Und genau diese Grenzerfahrung ist etwas, was natürlich Menschen immer auch fasziniert hat. Und das ist natürlich auch in der Kunstgeschichte immer wieder zum Thema gemacht worden. Also die unendliche Weite zum Beispiel in der Romantik, ne? Also der romantische Künstler wie Caspar David Friedrich zeigt uns weite Landschaften. Er zeigt uns Landschaften, die eigentlich so eine Art Märchenraum darstellen. Und das ist natürlich etwas, was in Games besonders stark immer wieder auch zum Thema gemacht wird. Würdest du sagen, dass Games und klassische Kunstformen in der Darstellung von Natur sich ähneln oder sogar ähnlich sind? Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Mainstream-Bereich sehen wir ja dieses permanente Fortschreiten der Grenzen, immer naturalistischere Darstellungen zu erzielen, den Raum immer detaillierter erscheinen zu lassen. Und
da ist natürlich so eher so ein frühneuzeitliches Denken, wenn man so will, zugegen. Was ich nicht sehe in Computerspielen, ist so eine selbstreflexive Auseinandersetzung mit Naturkonzepten. Hat die Darstellung von Natur kunsthistorisch eine besondere Bedeutung? Wir können einerseits im frühneuzeitlichen Denken so einen naturwissenschaftlichen Blick ausmachen, der sich ja auch in Computerspielen zeigt. Es ist nämlich der Versuch, Natur und ihre Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und anzuwenden. Der zentralperspektivische Blick, der für die europäische Kulturgeschichte ja ganz zentral ist, zeigt sich ja auch in Ego-Shootern, in Third-Person-Games, die arbeiten ja alle mit dem Prinzip der Zentralperspektive. Es zeigt eben die Macht des Menschen über die Natur, ne, der eben die Regelmäßigkeiten der Natur eben auch versteht und sich selbst nutzbar machen kann. Natur ist nicht der realistische Stein oder der perfekt simulierte Wind, der durch fotorealistische Bäume weht. Natur ist eine Stimmung und die kann auch künstlerisch interpretiert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist Firewatch. Der Indie-Hit ist ein sogenannter Walking Simulator. Und was macht man da wohl vor allem? Gehen. So, wir spielen jetzt Firewatch und in Firewatch ist es so, dass die Frau des Protagonisten an Alzheimer erkrankt ist und in einem Pflegeheim ist. Mhm. Und er versucht irgendwie der ganzen Situation zu entkommen. Er trifft sich weniger mit seinen Freunden, er besucht seine Frau viel seltener und hat jetzt einen Job inmitten des Nirgendwos angenommen, um einfach abzuhauen und Distanz zu schaffen. Genau, ist eine Form von Flucht. Und er hat natürlich die Hoffnung, dass er, wenn er ein paar Tage jetzt in der Natur ist, ja in diesem Nationalwald in Amerika, in Wyoming, dass er ein bisschen abschalten kann, was du meintest, ne? Und wahrscheinlich auch irgendwie eine Sehnsucht, dass sich das Problem vielleicht doch irgendwie von alleine löst, ne? Also sozusagen diese wilde Natur oder diese wilde Natur ist für ihn, glaube ich, schon so eine Art Sehnsuchtsort, ne? Oder so ein Projektionsraum in der Hoffnung, da passiert irgendwas, ja, wenn ich denn da bin. Und das Lustige ist, wir als Spieler, ja, wenn wir das Spiel spielen, wir machen nämlich genau das Gleiche. Ne? Wir lassen den Alltag hinter uns, ja, und springen damit rein und können uns gleich identifizieren mit dem Henry. Ja. Das Spannende bei der Natur ist eigentlich, dass ganz am Anfang vom Spiel ist die Natur wunderschön. Ja, also es ist einfach eine ästhetisch tolle Erfahrung. Und mit der Zeit fällt es irgendwie auseinander. Die Natur ist immer noch wunderschön, aber der Henry, der vermutet jetzt, könnte jetzt irgendwas komisch sein an der Story, was hier passiert, ja. Und die Natur ist ein bisschen wie so eine Gegenfuhr, ja. Immer noch alles toll, schöner Sonnenuntergang, aber irgendwie kann der Henry das sozusagen so nicht stehen lassen. Und mit dem Verlauf des Spiels zeigt sich, dass da doch irgendwas dran sein könnte und die Natur macht dann mit. I've got a dead elk out here. It's torn up something good. So, wir haben hier ein Spiel, was faktisch wirklich nur aus Umgebung besteht. Wir haben keine NPCs, die man ansprechen kann. Wir haben keine anderen Gegner oder Mitstreiter, meinetwegen, oder auch Mitspieler. Also es gibt eigentlich nur Natur und so ein Schmetterling, der durch die Gegend fliegt. Liegt da nicht auch wahnsinnig viel Verantwortung bei einem Environmental Artist? Also bei solchen Spielen fällt es natürlich zusammen. Also der Game Designer und oder der Level Artist oder Environment Artist, das fällt schon sehr stark zusammen, weil in diesem Spiel die Grenzen sehr, sehr dicht sind. Also es ist eigentlich ein lineares Spiel und die Räume, in denen man sich bewegen kann, sind sehr eng gezogen. Und das heißt, es wird unglaublich wichtig, wo was steht, wie was den Blick leitet, den Weg leitet, welche Hindernisse gibt es. Ja. Und diese Naturgestaltung ist eigentlich fast Gameplay pur. Ist die realistische Darstellung von Natur immer auch eine Frage der Rechenleistung? Darüber habe ich mit dem GameStar-Redakteur Dimitri Halley gesprochen. Dimitri, was ist denn für dich die beste und schönste Darstellung von Natur in einem Computerspiel? Zum Beispiel in dem aktuellen Star Wars-Spiel, in Star Wars Battlefront, ist das so, dass sie diese Planeten, obwohl die eigentlich in einer anderen Galaxis stattfinden, durch Fotografien in unserer Welt zum Leben erweckt haben. Also aus einer technischen Perspektive, finde ich, ist das halt ein Wunderwerk der Technik. Die Naturdarstellungen in Spielen befinden sich permanent im Wandel und Spieldesigner erfinden ständig neue Möglichkeiten, zum Beispiel auch aktuell Virtual Reality, um unser Verhältnis zur Natur darzustellen. Und das ist, finde ich, was es lohnt sich, darauf zu schauen und zu schauen, auf wie vielfältige Art und Weise Designer solche neuen Ideen ausprobieren und sich auch ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was das so über uns
aussagt. Weil letztlich unser Verhältnis zur Natur wird sich nicht mehr ändern oder wird sich erstmal nicht ändern. Ja, wir Menschen haben hier unseren Standpunkt auf der Erde und wir denken im Prinzip immer auf eine ähnliche Art und Weise über unser Verhältnis zur Natur nach. Aber in Spielen kann man halt dieses Verhältnis sehr schön in einzelnen Aspekten rauskitzeln und quasi kommunizieren, transportieren. Ja, und ich bin wirklich gespannt, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommt. Hat sich durch die Verbesserung der Technik die Darstellung von Natur in Computerspielen verbessert oder verändert? Ja, lange Zeit war man ja der Meinung, dass im Prinzip der technische Fortschritt in Videospielen eine One-Way-Road, eine Einbahnstraße ist Richtung Fotorealismus. Fotorealismus war das große Ziel, wo alle hin wollten. Und jede neue Konsolengeneration, jede neue Technikgeneration wollte dahin. Bessere Auflösung, alles besseres Licht, alles realistischer. Mittlerweile hat man gemerkt, dass das nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise die Rechnung geht nicht so ganz auf. Fotorealismus ist nach wie vor ein Ziel für viele Spiele, aber beispielsweise gibt es einen recht starken Verfremdungseffekt, wenn Natur, wenn Charaktere zu realistisch aussehen. Das wirkt ein bisschen merkwürdig, also es ist nicht so einfach. Und im nächsten Schritt, wenn man Natur komplett realistisch darstellt, dann nimmt man dem Spiel auch so ein bisschen die Möglichkeit, die Stärken auszuspielen. Weil dann hat man auf einmal wieder das Problem, das man hat, wenn man auch in die echte Welt geht und da fotografiert mit der Kamera. Plötzlich muss man wieder bestimmte Lichtstimmungen herstellen und man muss wieder ein bisschen tricksen und so, um bestimmte Bedeutung zu transportieren. Das heißt, ich glaube, die große Errungenschaft in der Naturdarstellung ist nicht so sehr, dass es technisch besser ist, sondern eher, dass es vielfältiger geworden ist. Natur in Computerspielen kann also mehr sein als der austauschbare Hintergrund. Natur kann manchmal sogar eigene Geschichten erzählen. Natur in Games können wir erfahren, sie wird uns nicht nur vorgeführt. Dabei ist Natur wichtig für die Stimmung, die ein Spiel hinterlässt. Erzählt Natur Einsamkeit oder Freiheit? Manchmal ist es die Lichtstimmung, ein Baum mehr oder weniger in der Umgebung oder das Sounddesign, was den Unterschied macht. Das Einzige, was Natur in Games nicht kann, ist frische Luft produzieren. Noch nicht.